es ist die x-te Ecke am Stück. Es geht mir so auf die Nüsse, vor allem, weil er die immer kurz macht und immer sich irgendwie durchfummeln will. Das ab und zu auch mal schafft, aber sowieso nur wieder ein Eckeball rauskommt. Okay, diesmal ausnahmsweise nicht. Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Courts. Wir sind wieder am Start, es ist lange, lange her, aber heute geht es wieder mal weiter mit dieser Serie, die ich ja dieses Jahr vernachlässigt habe, weil Ultimate Team nicht mehr so Spaß macht. Mal sehen, wie es in FIFA 17 weitergehen wird, aber das ist noch ein weiter Weg dahin. Jedoch sind wir ja am Ende von FIFA 16 effektiv schon angekommen, das Spiel stirbt langsam aus, aber wir haben nochmal richtig geile Spieler in Form von Team of the Season Karten bekommen und um eine soll es heute im Spezifischen gehen. Samuel Eto'o, der ehemalige Superstar des FC Barcelona. Mittlerweile spielt der Kollege bei Antalyaspor in der türkischen Super League und hat eine 88 bewertete Team of the Season Karte bekommen. Ihr seht Kameruner. Bisher hat er für mich 13 Spiele gemacht, 11 Tore und 3 Vorlagen. Sehr, sehr gute Werte. 4-Star Skills, 3 Sterne Week, Full Mittel Arbeitsraten und geniale Werte mit 89 Dribbling, 90 Shooting und sonst noch 3 Werten über 82. Also richtig, richtig nice. Und heute wollen wir also um ihn ein Team bauen innerhalb von 7 Minuten. Und natürlich vorhin noch einen anderen Spieler dazu, mit dem wir das Ganze hybridisieren werden. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Die letzten Videos hatten eigentlich alle 1000 Likes, immer wenn sie was mit FIFA zu tun hatten. Also haut auch für die 7 Minutes Squads. Ich weiß, wie sehr ihr die Serie liebt. Einen Daumen nach oben raus. Ist eine großartige Unterstützung, würde ich mich tierisch über freuen. Und vielleicht bringt mich das ja auch dazu, in Zukunft wieder anstatt von Deal With oder anstatt von was anderem mehr 7 Minutes Squads zu machen. Ich könnte es mir vorstellen, gerade mit dem Team of the Season Spielern könnt ihr da sehr viel Spaß machen. Und ich muss ja sowieso noch Hybrids bauen, beispielsweise für Ruben Castro oder Leroy Sané. Das könnte man ja in den nächsten Episoden dann mal ausprobieren. Wir gehen auf jeden Fall jetzt gleich auf den Transfermarkt und suchen einen zweiten Spieler. Und weil wir ja schon einen Stürmer haben, suchen wir jetzt einen Verteidiger. Mal sehen, wer es da werden wird. Ich bin gespannt. Ab geht die Suche und wir finden Raphael Varane, den Franzosen von Real Madrid habe ich sowieso im Verein. Das heißt, der wird unser Innenverteidiger Nummer 1 und den stellen wir doch gleich mal ins Team rein. Zack, da sind wir auch schon wieder am Start. Varane ist in der Mannschaft drin und das sieht auch schon mal nach einem sehr soliden Grundgerüst für diese Mannschaft aus. Wenn ihr ja selber Coins braucht oder beispielsweise Spieler wie Samuel Eto'o Team of the Season zu leisten, dann schaut doch in die Videobeschreibung, ist ein Link zu IG Vault, könnt ihr mich mit unterstützen. Günstige und schnelle Coins, die sehr sicher per Comfort Trade oder Player Auction geliefert werden. Rabattcode MaxGamingTV, ja, bringt euch nochmal 6% auf eure Bestellung, lohnt sich also auf jeden Fall. Und wenn ich das Video rechtzeitig bringe, gibt es auch noch den Team of the Season Bonus, das heißt 8% mehr Coins von IG Vault zur Verfügung gestellt, müsst kein EA-Text sein, ist also auf jeden Fall eine nice Sache. Instagram und Twitter sind auch in der Beschreibung verlinkt und jetzt ohne weitere Rumschweife wollen wir direkt loslegen. Nicht, dass ihr wieder denkt, ich stelle mir im Kopf irgendwie ein Konzept des Squads zusammen, sondern direkt ja ohne weitere Rumschweife. 3, 2, 1 und go. Die 7 Minuten starten und ich bin gespannt, was wir hier für ein Team zaubern können. Ich habe ehrlich gesagt noch keine wirklichen Ideen, aber ich weiß, dass es kamerunische Spieler gibt, die sehr interessant sind. Ich musste Varane übrigens doch noch kaufen, wie ihr hier gerade sehen könnt. So, gehen wir mal auf den Transfermarkt und schauen, was wir da so bekommen können. Kamerun, haben sie Choupo-Moting eigentlich noch im Mittelfeld? Das weiß ich nicht. Ich glaube, Sully auf jeden Fall. Genau, da haben wir ihn, aber es sieht so aus. Nee, Choupo-Moting gibt es nicht mehr. Okay, das heißt, er ist Stürmer. Das heißt, das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Variante, den neben den Kollegen Eto'o zu stellen. Oh, aber das ist natürlich auch interessant. Und Mukanjo ist auch interessant. Also Mukanjo ist halt einfach schnell. Aboubakar ist halt auch schnell. Und dazu hat der ja noch extrem gute allgemeine Werte physisch gesehen. Natürlich ist Choupo-Moting Skiller, aber nichtsdestotrotz finde ich Aboubakar auch ehrlich gesagt ein Stückchen interessanter. Und deswegen werden wir den gleich einfach mal auf die Beobachtungsliste setzen. Da haben wir ihn. Leonardo Quirke ist natürlich auch super interessant. Der spielt sogar in der gleichen Liga. Wäre dementsprechend gar nicht so beschissen, aber ist halt irgendwie trotzdem scheiße. Deswegen nehmen wir den nicht. So, was gibt's denn bei Antalyaspor? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kenne mich mit dem Verein gar nicht aus. Kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch mal mit dem Verein beschäftigt habt oder ihn auch nur wegen Eto'o kennt. Motta gibt es, aber leider Gottes auf der falschen Position. Forenci können wir auch nichts mit anfangen. Arras ist ein Stürmer, der jetzt auch nicht so in... Oh, Makun gibt es. Die fallen alle nicht so wirklich rein in unser... Ja, in unseren Bedarf. Deswegen suchen wir mal nach einem rechten Mittelfeldspieler. Wie sieht's denn da aus? Das hätte ich vielleicht nicht rausgehen sollen. Ja, und in eine andere Richtung. Aber schauen wir mal nach. Gibt's gar nicht. Linkes Mittelfeld gibt es. Und zwar Lazarevic. Das ist eigentlich sogar richtig interessant. Und Özkan sieht auch nicht schlecht aus. Die Frage ist, wen will man davon nehmen? Und ich glaube, ja, Lazarevic ist halt unglaublich schnell. Aber spielt er dummerweise in der slowenischen Nationalmannschaft. Aber warte mal, wir können das jetzt mal umstellen.
Mal schauen, was sich daraus so ergeben könnte. Mit Turan können wir leider nicht arbeiten, der ist kein Sechser, aber vielleicht können wir ja da irgendwas draus zaubern. So, wenn wir den Sturm mal, ach komm, geh mir nicht auf den Keks hier jetzt. Wenn wir den Sturm Abubakar packen, haben wir den? Ja, den habe ich, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier theoretisch Lazarevic, wenn wir den finden. Lazarevic, da haben wir einen Dejan, habe ich nicht im Verein, Überraschung, Überraschung. So, und dann könnten wir theoretisch hier diesen Motta hinstellen. Oder wir suchen halt gleich mal Slovenia. Aber Motta klingt eigentlich nach einer ganz guten Variante. Ramon Motta dürfte das sein, genau. Ja, die Belgique-Version habe ich. Egal, steht schon mal da drin auf jeden Fall jetzt. Gut, dann bräuchten wir jetzt theoretisch, gucken wir kurz mal nach, was es so aus Slowenien gibt. Mato Jajalo ist doch Slowen, oder nicht? Der spielt auf jeden Fall mittlerweile wieder bei Genoa oder so. Ich bin mir nicht sicher. Slowenien. Ach Mensch, guck mal, die Keeper haben sie auf jeden Fall, ja. Ilicic, Kampel. Oh, das ist natürlich schon interessant. Die Frage ist nur, wie bauen wir das um? Weil Kurtic, genau, an den habe ich auch gedacht. Aber wir bräuchten ja auch einen 10 aus Slowenien. Das heißt, wir bräuchten am besten zwei in einer Liga. Und da gibt es Kurtic und Ilicic. Sekunde. Versuchen wir das mal aus. Kurtic und dann packen wir, ach nee, ja. Wobei, doch. Wenn wir hier Ilicic hinpacken. Ist das Problem, was wir haben, nur. Ja, das funktioniert nicht, weil Abubakar ja noch einen Strongling braucht. Okay, also verwerfen wir das und packen wieder Motta auf die Linksverteidigerposition. Ramon Motta. So, diesmal von Antalya Sport die Version. Habe ich sogar auch schon. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt einen Zehner erstmal von. Ja, das machen wir wieder auf dem Transfermarkt, wie immer. Obwohl diese Dream Squads eigentlich für 7 Minute Squads perfekt geeignet sind. Einen Zehner von Porto. Wer spielt einen Zehner bei Porto außer Thiago Neves? Bin mir da gar nicht sicher. Ah, vielleicht finden wir ja jemanden. Ich sollte vielleicht dann auch die Position suchen. Aber Quintero ist natürlich. War der erst zurückgewechselt, oder? Spielt er da schon wieder länger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Quintero und Bueno. Bueno ist insofern interessant, dass der natürlich Spanier ist und dass man irgendwo verlinken kann. Aber Quintero ist halt irgendwo auch wieder nice. Nice. Aber ich nehme Bueno. Erstmal zumindest. Mal sehen, ob wir daraus irgendwann auch was zaubern können. Und dann gehen wir mal auf 6. Warte mal, da sind zwei Deadlings. Das hält aber auch noch ein Stronglink auf jeden Fall. Und zwar auf der 6. So, und da ist jetzt die Sache. Was hat Porto da so anzubieten? Außer Neves. Ah ja. Ja gut, Pereira. Natürlich ein Monster. Was kostet der? Na, Team of the Season wird zu teuer für einen 7-Minute-Squad. Ihr kennt mich ja, ich bin geizig. Aber Pereira sieht an sich nicht schlecht aus. Andrea natürlich auch nicht. Der wäre der Allrounder unter den beiden. Ich nehme den mal, weil er der Allrounder ist. Und dann haben wir natürlich in der Innenverteidigung bei Real Madrid einen Pepe stehen, der perfekt dafür geeignet ist. Wobei das natürlich auch wieder nicht geht, weil Varane ja nur einen Strongling haben darf. So. Natürlich jetzt blöd. Wobei, doch nicht. Eigentlich gar nicht blöd. Aber das muss ich mal kurz hier machen, weil sonst komme ich durcheinander. So, Varane auf die Position. So, jetzt kommt hier Pepe hin. Natürlich an sich schon mal gut. So, dann haben wir hier Pereira. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da ist er? Nee, doch. Nee, falscher Joao Pereira. Wie heißt denn der nochmal? Ach nee. Sowas mag ich nicht, wenn ich nicht weiß, wie die Spieler mit Vornamen heißen. Danilo Pereira? Ah, ergäbe Sinn. Ja, das ist er. So, alles klar, kommt der hier hin. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen Torwart. Einen spanischen Sechser wäre es schon besser. Wollen wir jetzt Bueno hinstellen, ne? Alberto Bueno. Dann können wir hier mit einem spanischen Sechser Wunder wirken. Aber die Frage ist, gibt es in der Liga NOS einen weiteren spanischen Sechser? Ich erinnere mich aber, dass da zumindest José Campaña gespielt hat und hier haben wir auch Rosell. Man könnte es aber auch mit Aguilar machen. Allerdings geht das gerade gar nicht so auf, wie ich das haben will. Weil ich ja noch links Wasted haben möchte und dann funktioniert das nicht, weil Varane hier noch zumindest einen Link braucht und der bräuchte einen Strong Link. So. Und jetzt wird's kompliziert. Wie mache ich das jetzt? Man könnte natürlich einfach gar keine Spieler von Porto nehmen. Ich muss jetzt einen Dream Squad machen, sonst schaffen wir das nicht mehr rechtzeitig. Gar keine Spieler von Porto. Das bedeutet, wir nehmen einfach einen Zehner aus der Liga NOS. Zum Beispiel Talisca oder Tarabt.
Rechtes Mittelfeld nehmen wir dann Pizzi bzw. Salvio. So. Find mal einen marokkanischen Sechser. Was? Wow. Ich bin echt außer Übung. Das funktioniert natürlich so auch nicht. Außer ich nehme hier einen marokkanischen Sechser. Ach, ich baue es einfach mal eben fertig. Sekunde. Freunde der Nacht, das war wieder ein Krampf, ne? Heilige Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Es ist zusammengestellt und es sieht folgendermaßen aus. Begovic, Zuma, Varan, Carvajal, Motta, Gilavogi, Bellarabi, Kruse, Lazarevic, Choupo-Moting und Eto'o. Es ging leider Gottes nicht mit Aboubakar, weil ich hätte hier im Bula hinstellen müssen. Es gab leider keinen anderen Franzosen und dann hätte ich hier einen aus Porto gebraucht. Und da Aboubakar auch bei Porto spielt, wäre das nicht gegangen. Aber so sieht es eigentlich auch ganz stark aus. Natürlich haben wir hier den Partyboy Max Kruse drin und ich hätte gerne hier Leroy Sané Team of the Season hingestellt, damit wir hier quasi eine kleine All-Star- und Youngster-Party haben. Aber leider Gottes hat mir der Kollege Hinstrich durch die Rechnung gemacht, weil der spielt ja auch bei Schalke. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich suche mal einen Gegner. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Team gefällt. Lasst ein Like, damit es euch gefällt und wir sehen uns gleich wieder. EA-Server spinnen mal wieder richtig rum heute und wir spielen gegen das schwedische Nationalteam mit Granqvist Team of the Season, Isaksson, Sonko, Sundberg, Grüße an den Bielefeld-Karrieremodus, ich grüße im Video. Lustig, Wendt, Kim Källström, Wernblom, rechts kenne ich nicht, verdammt, vorne kenne ich auch nicht, Forsberg und Ibra. Wie heißt denn der vorne nochmal? Komme ich nicht drauf, egal, auf geht's und wir klatschen Ibra. Tschuhuiuiui, Choupo-Moting mit der ersten richtig dicken Chance. Ich weiß übrigens jetzt schon, was das Problem hier sein wird. Und zwar relativ... Oh, Gottes Willen. Ja, Delay bis zum geht nicht mehr. Das merke ich jetzt schon. Oh, wei. So, egal. Kruse holt sich den Ball zurück. Und Kruse ist Linksfuß. Kruse! Schade, Begovic. Und Eto'o mit der Flanke und steht im Abseil. Kujovic heißt der Kollege. Gut, da wäre ich nicht drauf gekommen. Sehen wir mal, wie der hier heißt. Oder sehen wir es halt auch nicht. Hör ich jetzt. Larsson heißt er. Ah, ja. Oh, da war die richtig dicke Chance für Forsberg. Übrigens, wer nicht weiß, was ich mit Delay meine, es ist sowas wie früher bei Call of Duty Input-Lag. Das heißt, ich drücke die Taste, aber er macht die Aktion erst viel später. Ich muss quasi antizipieren, was ich machen will in den nächsten paar Sekunden schon. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil die Bewegungsabläufe ja auch immer total konfus sind teilweise bei den Spielern. So, jetzt mal Eto'o, also den Fake-Shot oder Chop, was eigentlich der Plan war, habe ich deutlich früher gedrückt. Ich traue mich halt auch gar nicht in den 16er reinzugehen beispielsweise, weil... Ich denke, dass ich nicht schießen kann. Da war die Schusschance, aber nicht genutzt. Und da ist Max Kruse und ich weiß nicht, was ich tun soll. Deswegen raus auf Samuel Eto'o. Ja, verkackt. Nein, was? Oh Mann, ich habe mich da schon durchgelackt. Ich weiß aber nicht, warum es dafür keinen Foul gab. Obwohl das ganz eindeutig eins war da am 16er. Aber gut, oh, schade. Wir machen aber noch weiter. Wir sind noch mit dem Ball. Oh, Gila. Ballkontrolle ist nicht seine Stärke. Ah, vielleicht ist es immer noch nicht vorbei. Choupo-Moting. Oh ja, was wird das? Oh, der Ball auf Eto'o und der hat freie Bahn, ist alleine vor Isaksson, muss den machen und macht den rein. Samuel Eto'o, die Legende mit dem 1:0 im Legenden-Battle zwischen Zlatan Ibrahimovic und Samuel Eto'o. Klasse Tor auf jeden Fall, gar keine Frage. Das war super gespielt und da ist endlich mal die Lücke, die er nutzen kann. Dann ist die Verteidigung zu langsam und er macht den eisekalt rein. Wunderbar, Führungstreffer, so muss er sein. So, jetzt Eto'o hier gegen Ibra. Die beiden haben ja auch schon mal zusammengespielt bei Barcelona damals. Ja, was mache ich denn jetzt? Der Roulette-Spinner hat ja gerade nicht funktioniert, aber gut, dann gehst du halt so vorbei. So, er hat gerade übrigens gewechselt. Ich dachte schon, er quittet. Wäre nicht schön gewesen. Jetzt der Ball raus auf Lazarevic. Und der ist schnell genug und Choupo-Moting ist an sich groß genug für einen Kopfball oder ein Volley. Alter Schwede. Krasse Parade von von Isaksson. Begovic. Lazarevic mit dem Kopfball. Und dann wird er wieder abgewehrt. Die Flanke kam natürlich von Eto'o. Diesmal spielen wir sie raus die Ecke auf Karim Bellarabi. Und der kann aus der Distanz, aber nicht mit ungefähr null Schusskraft. Abseits. Okay. Ja, so schnell kann es da mal gehen. Ne? Da konnte ich einfach nicht dazwischen gehen, weil ich Angst hatte, dass ich einen Elfmeter provozieren würde. Und das war auch... Ich weiß es nicht. Naja, war auch irgendwie viel zu einfach, aber gut. So ein Solo, ne? Und dann so ein Abschluss. Mann, oh Mann. Jetzt sehen wir gleich wieder den besten Verteidiger in meinem Lieblingsspiel dieses Jahr, in meinem Lieblings-FIFA dieses Jahr, Rafael Varane.
Das ist der beste Verteidiger, ohne Scheiß. In Ultimate Team ist er schon krass, aber im Karrieremodus, Freunde. Eto'o ist vorbei an Sonko Sundberg und der Pfosten rettet. Auch ist das bitter. Das ist genau, was ich meine. Rafael Varane mit dem unglaublich starken Zweikampf. Und jetzt Guiavogui raus auf Stefan. Karim Bellarabi, der mit der flachen Flanke. Aber wo soll die denn bitte hin? Die sollte doch zu Choupo-Moting und nicht irgendwo auf der 16er-Kante. Boah, das ist die x-te Ecke am Stück. Es geht mir so auf die Nüsse. Vor allem, weil er die immer kurz macht und immer sich irgendwie durchfummeln will. Das ab und zu auch mal schafft, aber sowieso nur wieder ein Eckeball rauskommt. Okay, diesmal ausnahmsweise nicht. So, und jetzt der Konter über Bellarabi. Komm, Junge, du bist doch schnell. Eto'o war da gerade im Abseits, aber Bellarabi ist zum Glück trotzdem schnell und spielt diesen Ball in die Lücke. Und da ist Max Kruse. Und da ist Guiavogui. Und die Chance muss ich jetzt nutzen. Oh Gott, war das ein Scheißpass. Aber jetzt Samuel Eto'o. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, was ist denn das? Guckt euch die Stats an, die sagen wieder alles. Und in dem Spiel muss ich in die Verlängerung, weil Eto'o plötzlich vergisst, dass der über 90 Finishing hat. Choupo-Moting geht vorbei an Sonko Sundberg. Bist du schnell genug? Nein, bist du nicht. Oh, ey, Choupo-Moting kriegt nichts hin. Ich hätte so viel lieber Aboubakar gehabt. Ne? Dann pfeift der da ab, wo ich durch bin. Ey, das ist ein Spiel, das ist zum Kotzen. Und jetzt Choupo-Moting und der legt quer und das ist Max Kruse. Kruse! Oh, der eiert irgendwie rein. Meine Güte nochmal. Ich traue mich nie mit Choupo-Moting zu schießen. Das sehe ich überhaupt nicht. Hätte ich auch machen können, aber dann lege ich lieber quer auf Kruse und rätsch den irgendwie mit mehr Glück als Verstand rein. Weil Choupo-Moting kriegt ja gar nichts hin. Jetzt dürfte es nochmal die rote Karte geben nach diesem Foul von Sonko Sundberg. Und es gibt so gelb, warum auch immer. Letzter Mann eigentlich, aber okay. Und Eto'o hat nochmal die Freistoßchance. Vielleicht nutzt er die. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht super aus. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Aber was soll's, es ist vorbei. Wir gewinnen mit 2:1. Eto'o mit einer klasse Leistung, aber mit irgendwie unfassbar viel Pech. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich denke mal, er hat dann die Qualitäten zumindest ansatzweise gezeigt. Das Legendenbattle gegen Ibra gewinnt er auf jeden Fall im Endeffekt dank Max Kruse in diesem Spiel. Es war, denke ich mal, eine schöne Episode und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung Links zu IG Vault, Instagram, Twitter auf jeden Fall auschecken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr weitere 7-Minute-Squads haben wollt. Und zeigt es mir anhand der Bewertung und anhand dessen, dass ihr Deal with Hated. Nein, Spaß müsst ihr nicht machen. Bitte macht es nicht. Und ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.